Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Vault Hunter. Wir machen weiter. Ich würde eine YouTube-exklusive Folge dazwischen einschieben, denn ich bin irgendwie gestern oder in der zweiten Folge nicht so weit gekommen, wie ich gedacht habe. Das waren 5 Stunden, aber es hat ewig gedauert, alle Villager zu kriegen. Und wir können, Leute, nochmal nur so nebenbei, falls das in der Folge noch nicht rauskam, mit Add Easy Villagers. Wir können noch nicht alle Sachen nutzen, außer die einsammeln. Wenn ich so eine Eisenfarm machen möchte, dann brauche ich lauter Vault Gems, die irgendwie special sind, Compressed Blocks of Iron und so ein Stuff, das findet man erst in den Vaults. Also ich kann hier nichts machen, das ist verdammt teuer, das Zeug hier. Und ja, deswegen ist das erstmal noch ausstehend. In dieser Folge würde ich es gerne hinkriegen, einmal den, ja, den Vault-Altar mir zu holen. Das heißt, Drachen besiegen, sei weiter der End, volles Programm, dies, das. Und ich habe ja nochmal losgelegt, alles so zwischendrin fertig gemacht, habe nochmal hier Efficiency 5 jetzt auf der anderen Pickaxe drauf. Ich wollte mir eine Ender-Chest holen, damit starten wir, glaube ich, mal recht zügig. Ich habe hier schon mal Obsidian geholt. Dann können wir doch mal hier 8 Dinger raus. Dann kommen wir die Eye of Ender mit rein. Und dann mache ich mir mal eine Ender Chest, die ich dann einfach mit Silktasche die ganze Zeit abbaue und mitnehme. Meine Hauptpicke ist dann jetzt die. Hat man das noch? Efficiency 4 auf der Fortune. Achso, ja, da wollte ich noch was drauf machen, aber das kriegen wir noch. So, Silktasche Unbreaking 3, Mending Efficiency 5. Das ist jetzt unser Spitzhacke. Ich würde folgendes vorschlagen. Ich habe hier noch ein bisschen getradet, ne? Ein bisschen getradet, ein bisschen hochgelevelt. Ich hatte in der letzten Folge noch ein bisschen Zeit. Ich habe ordentlich Emeralds jetzt hier drin und ich würde mir sehr, sehr gerne nochmal weitere Enderaugen holen. Ja, damit wir ein bisschen was bei Hand haben und so weiter und so fort. Also gehen wir mal hin und craften mal komplett durch. Zack. Immer schon her damit. Wir sind Level 28, Leute. Level 28. Da bin ich am Überlegen, ob wir es nicht gleich direkt perfektionieren. Was will ich mit den Leveln? Wir könnten doch mal schauen. Hier haben wir nochmal bei den Tools eine Picke und nochmal eine zweite vielleicht. Neuer Amboss steht hier. Der ist auch schon wieder fast durch. Das kann doch einfach nicht sein. Warum werden denn die Ambosse so heftig durch? Ich habe Golems gegrillt. Ich könnte aber nochmal einen neuen craften. Und, ach ja. Ich habe noch so nach dem Stream ein bisschen hier gegammelt. Oh, warte mal. Ich werde die Pickaxe jetzt perfektionieren noch. Wir machen die auch fertig. Nee, war doch richtig. Wir machen die fertig. Jetzt habe ich nochmal 2 Pickaxes hier. Die beiden Pickaxes, die werden kombiniert. Und jetzt kann ich die und die nehmen. Ah, 22 Level. Aber dann hätten wir die perfekt gehabt. Ups, nein, falsch. Die muss da rein. 27 Level wird es kosten, damit wir hier Fortune 3 ebenfalls drauf haben. Efficiency 5. Jo, eilt ja nicht. Oder komm, ich mach das schnell. Und damit haben wir 27 Level, ging jetzt doch noch. Gut, da habe ich die Fortune-Picke ebenfalls fertig. Ja, das Buch kann eigentlich raus. Ich würde mir nochmal das ein oder andere Eye of Ender machen, ja. Nicht Eye of Ender, nicht End of Eier. Entschuldigung, keine Ahnung, ich hätte das gerade irgendwie fast durcheinander kommen. Gut, Eye of Ender, nicht End of Eier. Dann als nächstes, die Hacke kann hier raus und ich bin eigentlich gut gerüstet für alles, was wir brauchen werden. Ich nehme mal saftig Essen mit. Wir haben die Ender Chest hier. Hauptsächlich habe ich hier die Silk-Touch-Picke am Start und da kommen die wichtigsten Sachen rein. Unter anderem kommt jetzt hier rein das Mending- und Unbreaking-Buch für unsere Elytra. Und ich bin sogar überlegen, wird es nicht Sinn machen, noch gleich noch eine zweite Elytra dazu zu holen und sowas. Wahrscheinlich als Backup. Aber erstmal sammeln, entscheiden, alles machen wir später. Ich habe eine Enderperle, wenn ich im End dann gelandet bin, dass ich sehr gut rüberkomme. Wir haben Bögen und hauen einfach den Drachen kurz und dann geht es noch weiter in End holen. Elytra, das wird jetzt alles in dieser Folge wohl gemacht. Ja, ich kann ja mal das hier raustun. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ja, auf Ender brauchen wir. Und genauso wie wir sind, können wir dann jetzt eigentlich mal losgehen, oder? Ich würde sagen, ja. Dann sammle ich das ein. Und ich habe ja schon mal ein End of Eier geworfen. Das geht jetzt in diese Richtung. Ich mache mich mal los und wir gucken mal, wo wir dann rauskommen. Ich hoffe mal, dass nicht so viele von den Teilen kaputt gehen werden. Okay, Leute. Irgendwo hier muss es sein oder diesem Mangroven-Ding. Wenn ich da bin, geht's Auge nach hier. Wenn ich hier bin, geht's Auge wieder zurück. Also irgendwo hier in der Richtung. Ich hatte hier ein Holz hochgebaut. Beziehungsweise ich kann ja den Dash auch benutzen, voranzukommen. Ja, das geht jetzt in diese Richtung. So. Und ein paar Meter hier weiter vorne ging es in die andere. Sprich, wenn ich jetzt hier hingehe. Wo ist es? Ne, ich glaube, es ist abgesackt. Es ist abgesackt. Irgendwie ist das Auge weg. Ich glaube, hier geht es irgendwo runter. Ich baue mich mal entlang. Direkt unter dem Mangroven-Ding und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Let's go. Leute,
Ich habe mich senkrecht nach unten gegraben und ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Ich glaube, hier hat einfach eine Cave komplett hier rein generiert und die komplette Endcity zerstört. Nur das Portal schwebt hier in der Luft. Ist das normal? Also ich bin senkrecht runter hier oben von meinem Grovenwald. Da sieht man noch so ein kleines... Ja, da sieht man die Decke von der Endcity so ein bisschen noch. Aber da, wo die Endcity war, ist eine gewaltige Cave rein generiert. Nur das Portal ist noch übrig. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, das war ganz gut erstmal so, dass wir hier... Ne? Ach du Heilige. Können wir... Die Frage ist jetzt, wie gehen wir am besten jetzt hier lang? Ja, keine Ahnung. Dann vielleicht so ein bisschen nach unten und dann kann ich meine Blöcke zur Seite gleich machen und dann laufe ich da mal rüber. Wir haben jetzt hier unten überall Mobs stehen. Jawohl. Das ist natürlich eine ungünstige Gelegenheit. Ja. Also ein bisschen seltsam, dass hier alles gelöscht wurde. So, wir haben es rüber geschafft. Dann kann ich da bestimmt jetzt hier lang und gut ist. Das Portal müsste auch anspringen, ohne dass da jetzt irgendwas drin ist. Ja, das heißt, wenn ich hier Fender nehme, können wir hingehen und... Achtung, get ready für den Drachensound. Ah, es müsste gehen. Ja, wenn ich hier reinhüpfe, dann sollte ich da auch wieder auftauchen. Ich glaube nur, ich lande jetzt am Spawn, aber ja, das ist kein Problem. Unser World Spawn ist ja da auch im Dingensen. Ja, dann sind wir bereit fürs Ende. Ich nehme mal die Eye of Ender hier hin und hüpfen da rein. Ah ja, und dann sind wir hier außen und ich würde sagen, mit einer Enderperle geht's rüber. So, und der Enderdrache ist aber hoffentlich jetzt normal und chill, ja? Ich glaube, der ist normal und chill. Dann würde ich mal ganz entspannt auch hier mich ranmachen und den runterhauen. Es ist jetzt halt... eher Standard, deswegen würde ich das jetzt nicht so arg ausführen. Ich hau die Kristalle weg, wir kloppen das Ding mal weg und dann geht es ja weiter, der End. Also vielleicht noch eine kleine Sache, die mal ganz nice für die Kristalle ist, ne? Da muss man sich nie hochbauen, einfach nur von unten reinschießen die Lücke, dann geht er auch kaputt. Also das Hochbauen, das hat noch nie was gebracht. Bogen ist King hier bei dem. Also hat schon was gebracht, aber das ist einfach King, wenn der langläuft. Oh ja, die Kristalle sind down und... Ich habe kein Glas mitgenommen für die Dinger hier. Ich bin einfach rumgelaufen, bisschen hochgeschossen, das war's. Dragonfight ist halt leider etwas unspektakulär und deswegen... Komm, wir hauen den mal runter. Oh, und das ist ein Drangpotion, da habe ich natürlich keine Lust drauf. Huch, da bin ich aber ganz hoch geflogen. Ah! Na du, was mache ich denn hier oben? Also wenn man halt unten steht auf dem Kopf haut, dann kriegt er so schnell Damage. Und mit einer Enderperle runtergeflogen. Und wir haben ihn. Ja, Drachenei kann man auch mal mitnehmen eigentlich gleich, ne? So, wir haben durch die Mod wieder was gedroppt gekriegt. Oh, was auch sehr, sehr gut ist. Ich habe hier, warte mal ganz kurz. Ja, 0 XP, ich kann alles einsammeln. Also ein Epic Shader Grabback haben wir noch gekriegt. Das kann er vielleicht mal in unsere Kiste mit rein. So, eine Sache down. Haben wir irgendwas Besonderes hier? Nö, 18 Level waren das. Ja, und die XP-Kugel, ach Gott, die ist hier. Die ist da reingefallen jetzt. Oh, ich hätte die irgendwie schon gern gehabt. Naja, was soll's, Leute, dann. Mach ich mal ganz kurz den hier. Jetzt habe ich eine Fackel. Dann machen wir den hier. Und das Ei, das ziehen wir einfach mal mit. Diese gewaltige XP-Kugel. Weiß nicht, ob das Ei für irgendwas verwenden kann, aber wie immer, wir nehmen es halt mit. Und dann kommt das mal in unsere Ender-Chest rein. Wenn ich jetzt zurückgehe, der Worldstone ist ja geladen, die XP-Kugel sollte verschwinden, ein bisschen da bin, aber... Ach, ist egal. Dann ist die halt weg. Waren irgendwie 50 Level oder so. Schade, egal. Wir gehen weiter. Wir müssen ins erweiterte End ein bisschen Progress machen. Vielleicht ist sie ja noch übrig am Worldspawn, aber ich glaube nicht, dieses Jahr geladen. 5 Minuten soll die XP-Kugel die spawnen. So, wo haben wir denn? Da hinten ist das End-Gateway. Da baue ich mich mal hoch. Wir gehen rein und dann wird es Zeit für die End-City. Und ich bräuchte ein paar Blöcke, mich da auch zu bauen. Ich habe noch ein kleines bisschen was an Blöcken von ein bisschen Holz. Oh, das behalte ich mal ganz kurz. Ich fahre mir kurz Steine, wir bauen uns da rein und dann heißt es End-City suchen. Und wir sind oben. Also. Reinwerfen. Hier geht es wieder raus. Ich brauche noch einen festen Boden. Sehr schön. Ja, jetzt heißt es ein bisschen gucken. Wir haben ja unsere Map, sodass man theoretisch sehen kann, was sich im Umkreis befindet. Natürlich nur da, wo die Chunks gerendert sind. Vielleicht wird da ja ein bisschen was gerade aufgedeckt. Ja, da sind wir diese lila Dinge, wie sie aus Create schon kannten.
Ich glaube, ich gehe einfach mal ein bisschen rum. Wir sind jetzt am Süden Insel. Oben ist wahrscheinlich die Dracheninsel, ist das große Void. Im großen Ring geht es jetzt hier so außen rum. Und ich würde dann einfach mal hier ganz entspannt langlaufen und gucken. Übrigens, eine Sache, die mir aufgefallen ist, wegen Bauen und sowas hier. Dimensional Shard 1. Okay, da ich die Sachen nicht, ich nehme jetzt nicht alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das wäre zu viel. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können, wenn wir irgendwie sneaken, hier so, ne? Kann man, glaube ich, wenn man in der Luft ist beim Bauen, Achtung, kann man so einen Block irgendwie hinten dran setzen, ohne dass man, wie ging das nochmal? Ohne dass man irgendwie so lang muss, konnte man, wenn da nichts drunter ist, hier so, da seht ihr? Ich kann Blöcke bauen, ohne mich irgendwo lang sneaken zu müssen. Das heißt, Brücken bauen werden super chill. Und ja, dazu brauchen wir ein bisschen Endstone. Ich weiß nicht, vielleicht einfach weiterlaufen. Ich laufe jetzt mal ein bisschen und dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwie weiterkommen oder nicht. Und ja, das übliche End-City suchen. Ich erspare euch die komplette Geschichte. Wir sehen uns bei einer End-City. Let's go. Oder falls ich was anderes in Sonne sehe. Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich habe eine End-City gefunden. Die schlechte Nachricht ist, ich habe keine Steine mehr. Die gute Nachricht ist, ich mache jetzt einfach den Dash nach vorne und komm rüber. Ja, ich bin auch noch Stones. Aber da vorne wäre das Schiff und... Achso, da brauche ich eh nochmal... Oh, was habe ich hier getroffen? Hey. Ich weiß halt nicht, was mit der Rüstung abgeht. Die ist halt sau weak hier, ne? Okay, habe ich auch den gerade angeguckt. Ja, ich würde mir sagen, Shulker Shells sind wichtig. Die holen wir uns ebenfalls. Ich hoffe, wir brauchen keine Mimikreams oder so. Die Schleime, die Mimikri machen. Das wäre natürlich ein bisschen brutal. Na, komm her, komm her. Machen wir die weg. Ja. Ich brauche Schalkerboxen für die Walls dann, um viele Items mitzunehmen. Oh Gott. Jetzt ist der weg. Dann gehen wir mal lang. Haben wir irgendeinen Schleim drin? Nein, zum Glück nicht. Hat er was gedroppt eben? Nein, auch keine Schalker-Shells. Oder die liegen unten. Warte mal, vielleicht liegen die unten. Ich habe ja geschwebt an der Decke. Ich habe ja Looting drauf. Das heißt, oh, da ist er. Down, da ist die erste Schalker-Shell. Sehr schön. Jo. Kann die mich jetzt treffen, oder? Ja, dann schweben wir an der Seite einfach mal hoch. Wir haben hier nicht so viel an Schalker und Stuff. Das ist eher eine kleine. Ist ja ultra winzig. Ach du Heilige. So, dann hüpfen wir einfach mal hier hoch und sehen mal zu, noch den einen oder anderen Schalker-Schild zu kriegen. So drei Schalker-Boxen sollten erstmal genügen. Aber die muss da erstmal kriegen, ne? Down, das hat geklappt. Da hinten wäre noch einer. Ah, und ich fliege wieder weg. Yo. Nee, das ist echt klein. Das ist schon fast Best-Case-Szenario. Gar nicht so ein Riesending. Alle Schalker-Boxen, die ich brauche. Und dann läuft die Sache doch auch nichts gedroppt. Ich brauche noch vier weitere Schalker-Shells. Das wäre nämlich echt gut. So, und vielleicht kriegen wir die noch hin. War da noch was? Nee, aber hier vorne... Ja, oh, da ist auch noch einer. Also die hier drin sitzt, ist nicht normal, ne? Eigentlich nicht. Drei Stück. Komm schon. Mach Deckel auf. Oder auch nicht. Nope. Drei Stück leider nur. Dann gehen wir nochmal rüber und holen die nächste. Ich glaube, ich muss jetzt aber Steine holen, ne? Ja, Steine, ich komme nicht hin. Dann baue ich mich zum Schiff und hoffe mal, dass wir da den Rest kriegen. Hier ist alles weg. Oh, nee, in der Decke ist noch einer. Den nehmen wir noch. Ganz oben. Und dann haben wir das gleich, hoffe ich. Das ist immer Prank hier. Leute, das ist immer Prank. Du kannst nie hier rum hüpfen. Ganz weird. Ja. Mach Deckel auf. Komm schon, Schalker. Komm schon. Jetzt pause ich natürlich weg. Egal. Wir sehen uns beim Schiff. Und wir sind da. Ich habe mich hochgestackt. Und Leute, wissen, was eingefallen ist. Das ist ja schön und gut, wenn ich jetzt mein Unbreaking Mandy-Buch mitgenommen habe. Aber ich Witzbold habe vergessen, einen Amboss mitzunehmen. Das heißt, das bringt uns erstmal nicht viel. Schön. Achso, das sollte ich müssen mal raustun. Nee, Wasser einmal, den soll ich mal ganz hinten rein. Ich das Bett. Ja, da gibt es nur noch ein paar Teile. Ich habe vier Schalker-Dinger gekriegt. Da war noch, ne? Der Ober hat noch eine gedroppt. Ich gehe mal direkt hier rein. So, dann auch hier die Potions of Healing. Nehmen wir mit. Das ist gut. Und ich nehme auch den Brausch dann mit, weil man weiß ja nie. So, das können wir dazu bauen. Und dann haben wir unsere Lightschwein. Hier gibt es auch noch ein paar Special-Kisten.
Diamantsachen, noch neues sharpes Schwert, Eisen nehme ich mit, da habe ich nichts gegen. Und Dias nehmen wir auch mit, wie immer. Mending Efficiency, meinetwegen. So, und die Elytra, Sky's the Limit. Aber sowas von. Ja, jetzt fehlen uns halt trotzdem noch das eine oder andere. Zunächst mal, ich sollte hier lang gehen und vielleicht versuchen, trotzdem mit dieser Elytra noch was zu kriegen. Indem ich mich irgendwie hier lang fliege und whatnot. Und ich glaube, was ich auch mal versuchen sollte, ist, wenn ich jetzt hier runtergehe, den einen von hinten noch zu erwischen. Ich dachte, zwei Schalker-Boxen wären schon geil. Leute. Wird ja wohl machbar sein. Ey. Jetzt da nicht. Down. Und dann auch die letzte Schalker-Box. Sehr gut. Dann ziehen wir uns mal die Elytra an. Und glibbern und gleiten hier runter. Aber das war's leider. Ich habe nicht mehr gekriegt. Den Drachenkopf nehmen wir vorne noch mit. Und dann sollte ich gleich, glaube ich mal, nächste Runde gucken. So, jetzt test ja doch mal. Okay, hat nicht funktioniert. Ich muss erst gleiten und dann in meinen Raketenboost reingehen. Erst gleiten und dann boosten. Also, gehen wir lang. So, und jetzt, ja, jetzt könnte man, also ultra gut boosten geht das auch nicht. Achso, und eine Sache noch, wir sollten auf jeden Fall hier die Teile mitnehmen. Wir brauchen ja Purpurblöcke, damit wir den Vault-Tisch machen können. Und da kann ich mal ein paar von den Teilen hier mitnehmen, ganz normal. Und halt von der Endstone ein paar Blöcke abbauen. Ich nehme einfach nur sicherheitshalber ein bisschen Endstone mit, ein paar von den Chorus Flowers, damit ich mir neu züchten kann, ohne jedes Mal ans Endgehen zu müssen, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Kann ich jetzt hier vernünftig? Ja, ich hab's hochgeschafft. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ging ja ganz entspannt. Okay, und dann geht's hier außen rum. Machen wir uns den Kopf noch mit. Den dürfen wir nicht vergessen. Ich weiß ganz genau, ihr schreit ganz laut, wenn ich den vergesse. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielleicht ein paar wichtige Sachen, die Ender-Chests. Und ansonsten müssen wir mal losgehen und uns eine weitere End-City suchen. Ja, läuft. Und Leute, da ist eine weitere End-City. Es hat aber ein bisschen gedauert. Meine Haltbarkeit ist fast down. Das war nicht ganz so easy. Und ich gehe mal ganz kurz hier wieder lang. Und wir holen uns hier auch die Potions raus. Das ist super wichtig. Ah, hier herumgeflogen. Also Leitra ist fast kaputt. Mal schon. Der Schalker ist auch gleich kaputt. Er hängt immer an der Decke. Down. Und damit müsste auch schon die Nummer 6 sein bei den Efficiency 3 Unbreaking. Jo, ich habe eine neue Schaufel jetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und natürlich eine Backup. Elytra, ein zweiter Drachenkopf. Ich habe auch Obsidian mitgenommen gehabt. Weißt du, wenn ich schon mal hier bin, kann ich lang gehen. Also das mit Fliegen hat extremst gut geklappt. Extremst. Man wird richtig gut geschleudert, wenn man halt auch eine hohe Geschwindigkeit hat. Also wie ich schon gesehen habe, aus dem Stand kommt nicht so viel. Aber wenn ich schon richtig zügig fliege mit der Elytra und dann noch booste, dann komme ich auf 200 Blöcke oder so hoch. Ich werde für das komplette Projekt keine Raketen benötigen. Keine Raketen. Absolut nix, das ist nicht schlecht. Dann hier die Dings, dann haben wir hier unsere sechste Shulker Shell, eine zweite Elytra, die kann ich ja einfach mal direkt dann auch jetzt hier nehmen und die halb kaputte können als Backup zurück. So, die ist wieder raus, Obsidian raus, ich habe fast einen Stack Obsidian hier drin, Music Disc, Tränke und so ein bisschen Kleinzeug, that's it. Und dann gehen wir, oder fliegen wir genauer gesagt, mal wieder zurück oder so, gibt's noch irgendwas Wichtiges? Ganz ehrlich, Drachenkopf. Eigentlich braucht man, ich brauche ihn hier überhaupt nicht. Auch nicht zu Deko, weißt du, ich habe ja wahrscheinlich nicht, aber komm, wenn wir schon dabei sind. Oder es kann sein, dass man auch Drachenköpfe braucht für eine Vault, oder? Ist doch ein Vanille-Item. An dieser Stelle soll ich das natürlich mal alles schön mitnehmen hier, würde ich sagen. Okay, dann hat sich das, ja, ist ja gut, Schalker, brauchen wir irgendwas ansonsten hier? Oh, ich soll vielleicht mal halt schon anziehen, ich wäre fast so runtergejietet. Nö, that's it. Jetzt heißt, wir gehen oder fliegen erstmal wieder zurück und auf die Karte gucken. Wir sind hier gekommen, das heißt schräg hoch. Hier war die alte, hier sind wir und wir sind einmal außenrum im großen Bogen geflogen. Naja, dann geht es einfach mal wieder zurück in Richtung Base und wir sehen uns und schauen, ob wir den Vault-Altar hinkriegen. Ich brauche noch einen Dia-Block. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Dias farmen wahrscheinlich. Dann haben wir den Vault-Altar. Oh mein Gott, Leute, die XP-Kugeln liegen ja im Wohl noch hier. 79 Level. Also ich bin hier gespawnt und die lagen einfach hier noch. Hä, ich habe doch World Spawn gemacht. Oder habe ich nur Spawn Point gemacht?
Habe ich Spawnpoint oder World Spawn gemacht? Ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls vielleicht, okay, 79 nehme ich mit. Aber ich hätte die sowieso bekommen. Gut, dann da wäre die Ender Chest mit dem ganzen Stuff drin. Und da können wir jetzt mal gucken. Wir werden uns ganz normal eine Ender Chest herstellen. Dann machen wir den. Das war dieses Palmenholz, habe ich im Boot rausgemacht. Kiste? Okay, anscheinend gibt es keine Palmenholzkisten. Dann machen wir uns hier mal 3 Stück draus. 1, 2, 3. Dann Quark, sehen die Kisten auch hier anders aus. Dann haben wir den und den. Und ich habe 3 Schalker-Boxes. Und damit können wir immer dann Zeug zwischenlagern von... Ja, den Walls und so. Gut. Nächster Schritt. Wir sollten uns nochmal Dias holen. Ich brauche einen Dia-Block. Hier sind 6 Dias. Da sind 5 Dias. Reicht das schon? Das könnte schon reichen. Oben ist der Vault. Das reicht schon, Leute. Das reicht einfach schon. Schön. Ja, dann ist es, glaube ich, Zeit für unsere, ne? Dafür habe ich Dias aufgehoben. Deswegen habe ich nichts anderes gemacht. Kein Enchantment Table, sonst was. Wusste ich nicht. Dann gehen wir hier hin, holen uns Obsidian, holen uns die Purpurblöcke und dann müsste das doch gehen. War das so richtig? War das so? Ja. Und das hier ist jetzt der Vault-Altar. Und der darf dann ruhig einfach mal seitlich oder so hier so dran. Können wir eines Tages noch schöner bauen, aber ich packe hier mal dahin. Und was wir auch brauchen, ist ein Button, so wie ich das richtig verstanden habe, denn... Irgendwo ein Button, kein Problem. Klaue ich aus dem Boden raus. Ein Stoneball. Da kommt auch ein Redstone-Signal. Wenn ich einfach nur Button drücke, habe ich gemacht. Müsste aktiviert sein. Na gut, wie es weitergeht, das weiß ich leider noch nicht gerade. Aber ich muss mal researchen. Was müssen wir da machen? Ich glaube, da muss noch irgendwie was drauf. Ein Vault Rock. Und den muss ich im Vault-Altar nutzen, dann ein Vault-Crystal draus zu machen. Das heißt, den muss ich finden unterirdisch. Ja, das heißt, ich muss doch buddeln. Okay. Leute, wenn ich das so richtig sehe, ist es schon langsam Zeit für meinen Livestream. Das heißt, ich muss die Folge zusammenpacken. Wir werden dann jetzt im Stream hier weitermachen und die erste Vault in Angriff nehmen. Deswegen schaut vorbei auf Twitch. Sollte dann wieder losgehen um 19 Uhr rum, würde mich freuen, wenn ihr reinguckt. Gerne, falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, kommt natürlich auch auf YouTube. Den Kanal abonnieren, dann landet ihr in der Abo-Box und ein Like für den lieben YouTuber, muss da lassen, hilft immens. Vielen Dank, ich muss das hier leider gerade zusammenpacken. Wir sehen uns in der nächsten Episode oder im Stream. Bis in das Krachen. Ciao, ciao.